das abstimme und dann quasi mit einer Regressionsgrade durchziehe, auf die ich dann das Terrain angleiche. Beziehungsweise halt auf die dann das Feld endet. Das Feld enden wird. Werden wir sehen, wie das dann später aussieht. So, dieser Baum ist jetzt schon ein Hassbaum von mir. So wie der da reinwächst. Das geht ja mal gar nicht. Gut, dass wir wenigstens hoch. Tschüss, Baum. Gut. Subi. Dann schauen wir uns das mal an. Unschön. Dort liegt alles mögliche an Zeug rum. Vorne erstes mal einen Durchstoß machen und ich glaube, es wäre sinnvoll, auf beiden Seiten immer ungefähr gleichwertig zu sein, nicht eine komplett fertig haben und dann in der anderen weitermachen. Ich glaube, das wäre so rum echt besser, damit wir auf der anderen Seite so ein bisschen auch mal eine Orientierung haben. Wie sind wir überhaupt auf die. Ich glaube, ich weiß wieder, warum wir überhaupt auf diese Höhe hier gekommen sind, weil das war vom Sand die unterste Schicht oder so. Jetzt immer in Dreier Schritten nach oben. 1, 2, 3. So, das ist jetzt der Fett auf den oberen Punkt. 1, 3. Ich dachte, ich packe hier auch mal die Wassereimer so mit heraus. 1. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, wow. 3, 1, lustig. Gute Güte. Das wird spaßig noch. Ach, man kann nur mit vollem Leben schlafen. Jetzt komme ich der Sache auf den Punkt.
letztendlich eine der kaputten Äxte entsorgt. Also verbraucht. Welche Ebene ist das hier? Sind hier noch drei höher als die hier? Heißt noch zwei höher. Ist noch eins höher als das hier. Und das ist jetzt endlich auch die Endhöhe auf der gegenüberliegenden Seite. Okay, das wird gegen Ende des Feldes definitiv nicht möglich sein, das zu halten, diese Endhöhe. Dafür ist der Berg definitiv zu groß, der Seite. Ja gut, ich würde aber sagen, dass wir hier auf der Höhe, auf dieser Seite, zumindest mal auf dieser Höhe hier bleiben. Weil weiter in den Berg hier zu bauen, wäre auch Nonsens. Dann, wie war das jetzt hier? Dann kommt doch die Kistenreihe. Also, warte mal. Weil jetzt hier irgendein Blödsinn mache, ne? Okay, die Ebene wäre genau eine niedriger hier. Das ist schon hart verwirrend. Ja, alles. Also ich könnte eigentlich dann am Hafen auch anfangen mit dieser Gerade. Dann pro Feld immer eine bestimmte Anzahl nach oben gehen. Das ist quasi so schräg immer sich erhöht. Ich glaube, das wäre das, was am spektakulärsten aussehen würde. La la la. Wieso machen das mit Erde nicht mit Cobblestone? Ich habe keine Ahnung. Steinchen. So, bevor ich jetzt hier drüben alles schon anfange, hole ich mir erstmal Baumaterialien. So. Bis wir hier auf 60,62 sind. 60,62. Genau. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21. Dann 21 Blöcke gerade. Okay. So. Runter. Das ist nicht maßstäblich.
Seite erhöhen sich Blöcke und die Höhe von dieser Ebene ist 60,62. So, okay. Nach den ganzen kann man sich richten. Koppel habe ich dabei. Sollte alles passen. Und hier wäre dann die Höhe jetzt erst 72,62 ist die Höhe der Seite hier, die Endhöhe. 72,62 ist die Endhöhe. Gut, danke der Nachfrage. Das ist alles. Wollen wir das aufschreiben, ist glaube ich relativ einfach. Bin ich schon ein bisschen Studium geschädigt. Das ist nämlich irgendwie so von der Praxis, von der praktischen Anlage her, nichts anderes als die Absteckung einer, also so eine Profilaufnahme quasi. Mit dem Unterschied, dass wir ausheben. Jetzt ein genaues 3D-Modell hätte, könnte ich auch genau aussehen, wie viele Blöcke ich bräuchte und so. Was man hier sowieso grundsätzlich nur auf ganze Kubikmeter bauen kann. Oder? Ja, eigentlich erst gehen ganze Kubikmeter gehen, es geht eine halbe Kubikmeter, es geht der volle Kubikmeter. Und viel mehr gibt es nicht. Ausnahmeblöcke sind da Zäune. So. Okay, das ist schon unten. 3. So, nachdem wir hier alles auf der Oberfläche ausbauen muss, passt das dann. Oh Gott, das wird 3. Wir sind schon noch 7 Blöcke tiefer. Also nochmal 21 rüber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn wir hier schon den Scheitelpunkt des Geländes haben, sieht es eher düster aus mit dem Projekt. Ja, wobei, das ist ja noch nicht der problematische Berg hier. Der beginnt erst ab hier drüben. Und hier quasi da in etwa bei der Bodenform. Spannend. Aber. Oh nein! Das ist ja wirklich fast so, als hätte ich das geplant. Wir kommen genau an diesem Berg vorbei. Oh, das ist jetzt natürlich. Oh, der Oberwahnsinn, dass das so gut aufgeht. Da habe ich. Also, boah. Hui. Das ist krass. So, ich habe aber sinnvollerweise mein Bett nicht mitgenommen. Dafür können die mich schon wieder hassen. Ja, jetzt aber lieber mal nicht. So, schon auf der kleinen Ebene. Und noch
noch eine Ebene tiefer. Jetzt zählen die 21 Blöcke. So.